Peace Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Dienstag war ich mal wieder in den Trends unterwegs. Und zwar auf den Trends Platz 1 haben wir ein Video von Mr. Beast. Das klingt erstmal sehr simpel. Der Letzte, der die Hand vom Lamborghini nimmt, darf ihn behalten. Wie kompliziert das im Nachhinein dann doch wird, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Let's go. Okay, das ist der Lamborghini Huracan. Mit Heckantrieb, meines Wissens nach. Also der, den ich im Sommer als Cabrio hatte. Right hand on the car. Whoever takes their hand off last gets the $300,000 car. So weit, so gut. War ja schon im Titel erklärt. Was ich nur doof finde, jeder muss die rechte Hand drauflegen. Was ist denn, wenn jemand Linkshänder ist? Nachteil-Season. And I have over 50 different cameras monitoring every single hand on the Lamborghini. We'll know if they take it off. Do you see how beautiful this car is? It will be mine. As long as it takes, we're not going home. You're probably wondering, how do you... Manche haben sich sogar einfach zu zweit dahin zusammengetan. Das ist natürlich auch wieder vorteilhaft, wenn ein Ehepaar mitmacht. Also grundsätzlich wird jeder ja da reingehen, ey, es ist nur Hand draufhalten, ich mach das, solange es geht. Aber bis dann die erste Pinkelpause, sag ich mal, kommt, ne? You're probably wondering, how do you use the bathroom? Ja. Rip off the windshield wiper. We now have a windshield wiper that if you're touching with your right hand, you are still technically touching the car. There you go. You can get off the car. What the fuck? Der hat den Scheibenwischer abgerissen? Und somit berührt er ja noch das Auto und kann dann damit auf Toilette gehen. Korrekt, korrekt. I expected people to get out in weird ways, but I wasn't expecting a little bit of water to be one of them. Also ich glaube, die dummen Leute, die fliegen anfangs direkt schon raus, Bro, beim Wasser trinken. It was all in my face and I reacted. Congratulations on being first out. Here's $1,000. Hä? Korrekt? Korrekt, Alter, man kann da ja nur gewinnen. Nine of you remain. What's an Alpacus? Lamborghini from that man. I know, that's too bad, Carl. Someone eliminated all. Ja, der sieht auf jeden Fall so aus, als ob der Lamborghini, sag ich mal, des Öfteren an seine Grenzen kommen würde bei ihm. Sind das jetzt 5 Minuten oder 5 Stunden gewesen? Raise your right hand if you're hungry. One of these times we're gonna get someone. But anyways, we brought you all pizza. Give me a second. Geil, Mann. Good stuff. I'm hoping that. Finde ich korrekt, dass er könnte ja auch einfach sagen, yo, lehnt euch da dran und fertig. Wenn ihr Hunger habt oder pinkeln müsst, ja, eure Schuld sozusagen. Aber so macht das das Ganze natürlich noch mal länger. Some people slip up and take their hands off. And with so many people packed together, it didn't take long for something to happen. Oh, dass sie das gesehen haben, aber da muss ja konstant jeder Bildschirm überwacht werden. It's harder than it looks to remember not to use one of your hands. All it takes is one little slip up and one of our 50 cameras will catch. Oh, sowas ist natürlich dann ganz, ganz ärgerlich, ne? The water bottle falls. Yep. You go to pick it up. You then stare at the camera. Es ist wirklich sehr ärgerlich. Whoever gets out next gets a special prize, but you have 10 seconds. 10, 9, what the fuck? 8, it is a brand new. Oh ja, okay, korrekt. Kann man nehmen, ne? Nissan. Congratulations on the brand new car. Die macht bei Lamborghini Challenge mitbekommt einen Nissan. Hey, nerds, drive us off. I don't know where we're going. It's almost midnight and I'm gonna give them sleeping bags. Because I want them to fall asleep and accidentally take their hand off the Lamborghini. Oh, ja, ja, auch schlau gemacht. I think these guys on the ground definitely have a top tier strategy. We don't trust ourselves sleeping because our hands are gonna move. It turns out he was right. Man kann da gar nicht schlafen, das würde ich auch nicht machen. Da zu schlafen wäre so mutig. Also da kann dir immer meine Hand wegrutschen. Someone fell asleep and I don't feel like waking him up. I'm gonna give him $1,000 with this sticky note. Okay, also Fazit bisher, ne? Jeder, der rausgeflogen ist, fast, hat einen Preis bekommen. Korrekt. Hey everybody, 28 of you survived the night. How are you feeling? Half the team here hate me, I don't know. I hate him, he talks too much. I hate him. Oh wow, really? It's right around lunchtime and I think you already know what I'm gonna ask. Is anyone willing to get out so everyone can get Beast Burger? Oh! Hey, there we go! Conveniently enough, we have a Beast Burger on the... Überleg mal, du machst da eine ganze Nacht mit und dann sagt der, wer jetzt ausschaltet, kriegt einen Beast Burger. Wow. Give them the burgers. Oh,
Can I scooch past you? You should have two points in the back. You think that'd scare anybody if I did one of those real loud? Like, das ist auch frech, einfach mal da reinzugehen und anzuflexen. Oh. Ärgerlich, auch I das. I grabbed the bottle and I looked up and I was like, dang, I'm toast. Welcome. Here's some prizes. Thanks so much, bro. Ach krass, aber wenigstens ein MacBook, iPhone und AirPods mitgenommen. I walked out with something, let's go! Could've won a Lambo. It's time we do something special. Mr. Beast, ernst korrekt. Natürlich, der hat fette Sponsoren, ne? Aber trotzdem korrekt. Okay, bring in the ramp. Yo, Bro. Gewinne Lambo mit Dachschaden. Die hat einfach geklatscht. Oh, really? Let's go! All right, everybody. As you can tell by the red lights, Armageddon has happened. Fadias, how many people do you think got out? I hate to break the news to you, but half... Wie viele sind diese Nacht raus? Half of you are literally out. Oh my god. Everyone, put your eyeballs at the projector. Up first is our boy Danny. Both your hands Nein. are clear. Oh mein Gott, der Arme. Der war irgendwie so eine Key-Person in dem Video. Mit Klebeband, Alter. Yes, I was asleep, I didn't even know. Akira, if you look up here at the screen, you're fine. But your brother over here might have some issues. Ach, fuck. Im Schlaf kannst du es halt nicht kontrollieren, ne? Aber so im Schlaf, so du ziehst den Arm so raus, kratzt dich kurz, steckst du so wieder rein, so weil du im Kopf hast, so ey, ich muss ja den Lambo berühren. Everybody follow me in the prize room. As a reward for making it to the top 10, grab whatever you want. You want an iPhone? You want one? We'll make sure you guys all walk out with some cash. Krass. Wie früher bei diesen Sendungen, wo du mit Einkaufswagen durch Supermarkt gegangen bist oder Toys R Us, ich weiß gar nicht mehr, und reinpacken konntest, was du willst. This is why you've lost two Lamborghinis. And after all of that, six of you remain. One of you is literally walking away with this brand new Lamborghini. What did you want to tell us? When you pulled this latch up? Der nächste. We know it came up. Here's the footage. As a prize for making this far, we're gonna give you $10,000 in cash. I actually meant to lift the front trunk. Are you kidding me? And now that only five people remain, Chandler raised the Lamborghini. Okay. As high as you want, but that's probably a good spot. This is where things get fun because. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Every time someone gets out. Ich weiß auch nicht, was ich von der Farbe überhaupt halten soll von Lambo. We're gonna raise the Lambo. Akira, what's going on, buddy? Jimmy, I'm at my breaking point. Okay, und das wird dann natürlich jetzt unverschämt schwer, ne, in den Armen. Think about it. Think about the $1 million challenge. 100 people. Der hier ist auch ein bisschen zum Hypebeast geworden, ne? Ich sehe Travis Scott Dunks, ich sehe Spider World White Hoodie. Last leg circle. Jimmy, I'm not cut out for this. I promise you though, put me in the next challenge. I will train every day. If that's the case, I'll shake your right hand and guarantee you a spot in the next challenge. Put it there, Jimmy. Oh! Korrekt! Einfach mal aber aufgeben, wenn man unter den Top 5 ist, weil er halt nicht mehr kann, klar. Aber dafür den Platz in der nächsten Challenge gesichert bekommen. Okay, ist ein guter Deal. Oh, snap! Let's go! You just won 10,000. Und trotzdem nochmal 10k bekommen. $10 in cash. We now have four players left. Chandler. Das sieht aus, als ob das eine Person ist hier. Raise it! I give you permission to go as high as you want. That's probably high enough. Between me and you, who are you the most afraid of? Myself failing. Wow, what a deep answer. Oh, okay, okay. Sir, how long you lasted? I have a tattoo your name. Since when did you get a tattoo of my name here? What the fuck? You are my idol. I don't want to disappoint you. Disappointing me is irrelevant. A Lamborghini's unlocked. Der hat aber eine gute Position. Der kann die Arme so da drauflegen. Die anderen müssen die so halten. Da kann man leichter abrutschen. It's been 50 Stunden. 10 hours since someone got out. Let's make it hard. Oder? We're gonna switch from a hand to a single finger. Which finger are you? Nein. Och nee. Das macht es jetzt unverschämt schwerer. The pointer finger. Okay. Which finger are you choosing? Go into the pointer as well. Eigentlich hätten die auf den Daumen gehen sollen, weil der Daumen ist der stärkste Finger. Einfach so dann da dran.
Ihr könnt auch, by the way, auch hier einen Daumen hoch geben, ne? Okay, pointer finger. Oh, keep that bad boy on. Oh, this is not okay. Boy. They picked pointer fingers. She picked her pinky. We have a Lamborghini. Das ist aber ganz dumm, den pinky finger zu nehmen, weil der jetzt nicht so eine Kraft hat. Lamborghini on the line. These are big decisions. I'm 100% sure now that you don't fake videos because I've been awake for 50 hours. Standing for this long was really starting to wear the contestants down. Ja, Bro, du kannst irgendwann auch nicht mehr auf den Beinen stehen, ne? Das tut weh as fuck, glaube ich. And soon enough, they started making some offers. What are you proposing, sir? About a flat 20 and one of those MacBooks. You drive a hard bargain. I love it. 20 grand and a MacBook. Sehr gut verhandelt. Oh my gosh! As you requested, here is $20,000 in cash. Wow, ey, Alter, ich frage mich, was der für Videobudgets hat jetzt ernsthaft. And a brand new MacBook. Congratulations in coming in fourth place. You said you had a proposal. Let me hear it. $25,000 would cover a portion of my student loans, my phone, and my roommate's phone broke in the last week. Replacing your phones and $25,000 for student loans. I don't have a problem with that. Ey, man hätte dem auch 50k sagen können, wenn der jetzt schon bei jedem Jahr sagt, what the fuck? Wirklich, die Gönjamin-Wochen laufen komplett neu. Oh, und ich würde es ihm ernst gönnen, weil der hat sich Mr. Beast tätowiert, Bro. Oh my gosh! Oh, and her hand's very sweaty. You're saying this is crazy? Wait for me to raise the Lamborghini. No! 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 Good luck, Fadias! Yeah! Oh, I'm not... Enough. Are you on your tippy toes? Yes, please. Okay. Ja, aber da hat ja der andere einen Vorteil, weil der, glaube ich, ein bisschen größer ist, oder nicht? Gentlemen, one of you is walking away with this Lamborghini above your head. Ich würde es ihm rechts schon gönnen. Der ist lustig. And one of you isn't. Good luck. Your arm is fully extended. Your finger has to be hurting. Oh, really? Yeah. Oh, really? I mean, yes, ey, Alter, es geht einfach um ein Lambo und es ist ein Duell. Second place does get 40 grand. Der hat halt eine dumme Position. Der klebt da, wie gesagt, so dran. Der andere kann den Arm einfach so ein bisschen sogar da dran hängen. Und der muss ja so drücken. Eigentlich muss er gewinnen. Which isn't a $350,000 car, but 40 grand's better than nothing. Die Sache ist, ich könnte mir vorstellen, dass man auch 40k nimmt, weil du kriegst dann zwar den Lambo, aber dann musst du den ja auch tanken, musst dafür Versicherungen zahlen und so weiter. Oder du verkaufst ihn halt, ne, klar. Aber das werden die wahrscheinlich nicht machen. Deswegen kann man auch überlegen, die 40 Racks zu nehmen. And I'm dying. Oh my goodness. It's only... Ah, it's coming up! Ah! Oh my gosh! Ah! I didn't know if you were joking or not. Krass. Einfach ein Lambo bekommen mit Mr. Beast auf dem Zeigefinger. Here is $40,000 in cash and Fadias! Are you crying for real? Crazy, Alter, crazy. Einfach über 55 Stunden da die Hand am Auto haben, das ist ganz crazy. Okay, herzlichen Glückwunsch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns morgen wieder auf dem Hauptkanal. Macht's gut, Leute. Peace.